Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir mal ein Special. Aber zuerst mal, ich sitze hier heute mit der zweitschönsten Frau von Europa. Und der schönsten Frau von Europa. Nein, jemand Neues. Er war noch nicht auf meinem Channel. Wer bist du? Ich bin der Tigger. Mahlzeit. Was machst du? Nein, YouTube. Was wolltest du sagen? Pornos? Nein. Ist das eine Anspielung an irgendjemanden? Ja, Metal-Leute und Servus. Ich bin's, ja, der knattert jetzt auch ordentlich durch die Gegend. Hab ich gehört. Ja. Das ist eine super Überleitung zu Joe. Großartig! Was machst du so auf YouTube? Was mach ich so auf YouTube? Ja, definitiv nicht knattern. Warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Wir drehen mal. Also, kommt dann demnächst auch. So, ich habe etwas Neues. Das habe ich gestern zum ersten Mal eingeweiht. Und zwar ist es die Frachtel. Die Fragenschachtel. Die habe ich bei dem Interview mit Lord of the Lost zum ersten Mal benutzt. Das ist jetzt ein neues Konzept von mir. Mal gucken, wie das so ankommt. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal mit den beiden hier. Oh, scheiße. Ich öffne mal die Frachtel. Und jeder nimmt sich mal ein Kärtchen raus. Ich nehme nicht das erste. Stellen wir jetzt den anderen die Frage oder müssen wir uns die Frage selber beantworten? Die können wir alle drei beantworten. Okay. Ich habe auch einfach, ich weiß auch nicht, welche Fragen das immer sind. Also, Joe fängt an. Großartig. Nenne eine positive und eine negative Eigenschaft von dir. Eine positive Eigenschaft ist, dass ich versuche, immer alles positiv zu sehen. Und eine außer einem AIDS-Test. Und eine negative Eigenschaft ist, dass mir das nicht immer gelingt. Also quasi, ja, okay, dasselbe würde ich jetzt fast so sagen mit meiner Pünktlichkeit. Ich bin meistens überpünktlich und hasse es, wenn Leute zu spät kommen. Ich bin eingebildet. Das ist beides. Ich finde das gut. Okay. Und die anderen nicht. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Kriegst du da an? Gemüse für meine Hasen. Hasenfutter. Magerquark. Holländische Frittensoße. Mayo, also quasi holländische Mayonnaise. Okay. Du? Sixpack oder Plauze? Sixpack. Ja, jetzt bei mir oder beim Gegenüber? kannst du sehen, wie du magst? Ja gut, bei mir ist es die Plauze, beim Gegenüber der Sixpack. Wie gebe ich jetzt? Okay, neue Runde. Oha. Du fängst mal an. Ich fange an. Welchen Fantasy-Charakter hättest du gerne als Mitbewohner in deiner WG? Das wäre Arwen von Herr der Ringe. Boah, ich glaube Ciri. Und das lasse ich jetzt komplett unkommentiert. Wer ist Ciri? Nicht Ciri, Ciri. Ach, Ciri. Okay. Cirilla von The Witcher. Ah, okay. Ah. Boah, da muss ich überlegen. Liv von iZombie. Ich glaube, es ist gut, wenn man einen Zombie zu Hause hat. Oh ja. Ja. Ich revidiere. Aber sieht ja fast aus wie Ciri, also von daher. Ja, stimmt. So, würdest du lieber extrem intelligent sein oder extrem gut mit Menschen umgehen können? Intelligent. Ja, ich würde auch sagen, obwohl gut mit Menschen umgehen können, ist auch nicht schlecht. Also mit Menschen. Ja, ich glaube, mir wäre es auch wichtiger, besser mit Menschen umgehen zu können, tatsächlich. Hab ich erwähnt, dass ich ein bisschen eigensinnig bin? Okay, Musik, Streaming, Fluch oder Segen? Schwierige Frage, finde ich. Also ich nutze es sehr gerne, ich nutze Spotify sehr gerne. Aber ich weiß durchaus, dass das für die Künstler eigentlich eher Kacke ist. Und habe auch echt ein schlechtes Gewissen dabei. Kann ich dir nur zustimmen. Es ist tatsächlich beides gleichzeitig, Fluch und Segen, weil du kannst deine Reichweite über Nacht ins Ermessliche quasi hochpushen. Unermessliche. Ins Unermessliche. Und aber gleichzeitig verdienst du damit halt leider nicht mehr so viel wie früher. Ja. Und ich habe noch CDs gekauft und habe auch noch Kassetten gekauft.
man muss ehrlich sagen, ich vermisse das schon ein bisschen. Das ist einfacher, klar, in die Band reinzuhören, aber naja, wie gesagt, es ist beides gleichzeitig für mich. Ich würde eher sagen Segen mittlerweile, weil wenn ich auf Konzerte gehe von Bands, die ich nicht kenne, die streame ich, wenn ich sie gut finde, gehe ich hin, dann haben die dadurch wieder Umsatz. Dann bist du aber einer der wenigen, die das macht. Das ist gut, ja. Aber so finde ich das auch gut, dass du dann quasi schon mal vorhörst, ob dir das gefällt und dann die CD kaufst. Ich versuche dann auch eher auf so viele Konzerte wie möglich zu gehen und dann auch vor Ort Merchandise zu kaufen. So, sorry für diesen kurzen Crash. Erstens war der Akku leer und zweitens hat sich Tetzel quasi ins Bild rein teleportiert. Mal heimlich. Aber wenn du schon mal hier bist, greif mal in die Kiste. Okay. Was ist der lustigste Witz, den du kennst? Oh, scheiße. Darf ich anfangen? Von ich weiß mir auch einen. Was hat ein Behinderter und ein Seehund gemeinsam? Oh. Okay. Okay, okay. D-Abos bei mir. Machen wir doch direkt bei letzter weiter. Oh, ich muss echt erst überlegen. Okay, Joe. Rollt eine Kugel um die Ecke und fällt um. Der lustigste. Badumts. Der flachste. Ich kenne keine. Ich kenne tatsächlich echt keine. Ich müsste auch genauso lange überlegen. Okay, nächste Frage. Witze sind irgendwie so, ja. Das ist ja mehr so die Situationskomik, oder? Die uns ja, ausmacht. Ja. Wärst du lieber weniger attraktiv und steinreich oder extrem gut aussehend, aber dafür arm? Ja, okay, bist du ja beides, ne? Ich bin wenig attraktiv und arm oder gut aussehend und steinreich? Das darfst du jetzt auch so. Okay. Also, da ich ja schon gut aussehend und arm bin, wäre ich natürlich mal gerne wenig attraktiv und steinreich. Ja, okay. Da haben wir doch den Witz. Ja, ja, ich bin tatsächlich dasselbe. Ich bin gut aussehend, aber auch arm und deswegen lassen wir es einfach so stehen. Joe? Ich zähle mich da jetzt einfach auch dazu, weil... Also Geld wir sind alle eingebildet, nicht. Das müsst ihr wissen, YouTuber sind immer eingebildet. Hatte ich ja eben schon gesagt. Erstens würde man sich nicht vor eine Kamera setzen, oder? Also. Aber deswegen würde ich mal gerne wissen, wie das ist, nicht wunderschön zu sein. Ja, das ist ich gut. Ich habe noch einen Zettel in der Hand. Ja, stimmt, da waren wir noch nicht fertig. Welche Sache fällt dir an anderen Menschen als erstes auf? Also, der Musikgeschmack. Nein, eigentlich die Optik, weil das ist das Erste, was man sieht. Was genau? Ich mag Augen. Weil deine sehe ich ja jetzt nicht, aber... Ja, das ist auch gut so. Das rechte Auge sieht aus, als hätte ein Alien drin genistet. Tetzel? Ja, also oberflächlich gesehen natürlich erstmal das Gesicht, potenzielle Attraktivität. Tatsächlich, je nachdem, wie nah einem die Menschen sind, der Geruch. Ja, das fällt einem oft schnell auf. Ja. Schneller als einem lieb ist oft. War das eine Anspielung? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mich ja extra hier rüber gehockt. Genau. Ja, also bei mir ist es ja auch das Gesicht, einfach aus dem Grund, dass ich mir Namen nicht merken kann. Aber Gesichter präge ich mir sofort ein. Hättest du da abfehlen sich wieder? Nee, ich will mich nur nicht so. Ach so, ja. Ich glaube, hier im Stuhl. Hast du eine Lebensweisheit? Anscheinend nicht. Ja, schon, aber das ist halt unheimlich kitschig. Ich glaube, da müssen wir erst alle noch ein bisschen mehr trinken, bevor ich das erzähle. Nee, hau raus. Okay. am Ende wird alles gut und ist es noch nicht gut, ist es noch nicht das Ende. Okay, das ist Lebensweisheit. Lebensweisheiten? Ja, mehr ist mehr und vegan funktioniert nicht. Ja, ich hab's versucht, das stimmt. Ich bin immer noch dabei. Was hast du für eine Lebensweisheit? Lebe dein Leben, es kann schneller zu Ende sein, als es geht. Okay. Und da spreche ich auch aus Erfahrung. Ja, nimm dich selbst nicht zu ernst. Ganz wichtig. Ja, das stimmt, das ist ganz wichtig. Was ich hab da noch, ja. Welcher Song darf in deiner Playlist nicht fehlen? Oh, das ist gut. Oh, ich weiß schon. Jetzt geht's ab. Ja, hau rein. Klassiker Bohemian Rhapsody von Queen. Nicht schlecht, ne? Oh mein, kommen wir zu meinem wahrscheinlich für immer Lieblingssong. Das ist Und Pan spielt die Flöte von Dr. Doktor. Oh, auch nicht schlecht. Ich muss echt überlegen, ich habe da viele. Hau du erstmal raus. The Riff von Lordi, definitiv. Oh, das ist auch das gut, Das ist mein... Das lerne ich gerade auf. Kommt jetzt natürlich auf die Playlist auch noch an. Ja, das stimmt. Welche Situation ist die? Das stimmt, ja. Boah. Für den Sport.
komm. Für den Sport? Ja. Den Sport. Oh, auf jeden Fall von I Prevail, Bow Down. Das ist schön zum Squatten. Kennt ihr? Ja, ja. Mega guter Song. Das ist gut, ja. So, warte, ich mache hier wieder eine Runde. Okay. Alright. Ja, ich hab die witzigste für uns eigentlich so. Was denn? Was spielst du alles für Instrumente? Oh, das ist gut. Hau rein. Ich bin Schlagzeuger, spiele ein bisschen Bass, spiel super gerne Blockflöte. Und ich habe mich mal einen Dudelsack probiert, aber. Okay. Wie war die Frage nochmal? Was spielst du alles für Instrumente? Achso, E-Bass, Gitarre lerne ich gerade und Gesang lerne ich auch gerade. Ich zähle das jetzt auch einfach mal als Instrument. Ja, das ist ja auch klar, ne? Ja. Ja, Gitarre und Gesang. Ja. Olympische Langhantel. Ach, das ist auch ein Instrument. Ja, stimmt wohl. Ja, auch Bass und Gesang. Ja. Achso, was hast du noch für eine Frage? Was treibt dich an im Leben? Ah, das ist auch wow. Gut. Ja. Kaffee. Kaffee. Ganz eindeutig Kaffee. Kaffee ist guter. Ja, ich glaube, ich wäre auch bei Kaffee. Nee, mal ein bisschen tiefgründiger, logischerweise. Ja, boah. Tiefer Kaffee. Sehr große, schwarzer Kaffee. Bodenloser schwarzer Kaffee. Nein, boah, musst keine das alles Ahnung. Schneiden nachher, du Armer. Ist ja nicht schlimm, geht schnell. Mir fällt gerade echt nichts ein, mach die erstmal weiter. Ja, tatsächlich jeden Tag ein bisschen besser zu sein. Sei es im Sport, sei es im Privatleben, ja. Sei es auf der Arbeit. Egal wo, jeden Tag ein bisschen besser zu sein. Also ähnlich hätte ich das jetzt auch formuliert. Man hat halt Ziele, ne? Zum Beispiel so die grundlegenden Probleme, zu schwach, zu schmal, passt immer noch durch Türen. Gibt Menschen, die sind immer noch stärker. Ja, natürlich, aber das jetzt mal weniger polemisch. Im Prinzip, wie du sagst, soll heißen, dafür arbeiten, besser zu werden, immer ein bisschen weiterzukommen. Ja. Ich habe eine Frage, die haben wir eben schon mal so grob angeschnitten. Wie sehr hat sich das Musikbusiness im Grundsatz zu früher verändert? Boah. Im Gegensatz manche. Da bin ich noch nicht tief genug in der Materie, keine Ahnung. Ja, unglaublich. Also es gab, glaube ich, nie eine Zeit, wo so viele Menschen gleichzeitig Zugang zu unendlich diverser Musik hatten und wo quasi andererseits Musik auch zu so einer austauschbaren Massenware geworden ist, dass die Wertschöpfung quasi bei Null ist. Ja. Also wenn du früher das Glück hattest, dass 100.000 Menschen deine Musik gehört haben, dann konntest du davon ausgehen, dass du damit auch das entsprechende Geld verdient hast, warst aber auch einer von einem sehr erlesenen kleinen Kreis, der bestimmt wurde durch Management, Plattenfirmen, Musikjournalisten. Heute bist du damit einer von unendlich vielen, aber hast auch nichts davon. Ja. Weiß ich aus Erfahrung. War Hasenblut schon zu Zeiten von Spotify unterwegs? Oder gab es euch vor Spotify schon? Uns gibt es jetzt seit 12 Jahren, also länger als Spotify. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind ja die Musikdistributionsplattformen damals mit MySpace und YouTube müsste jetzt ungefähr so alt sein wie wir. Ja, ja, okay. Schon so gewesen, dass du ja den Zugang schon hattest. Ja. Also sozusagen Musik-Downloads, Vor- und Nachteil. Du kannst halt, wie gesagt, unendlich viel neue, gute Musik entdecken. Ja. Musikproduktion ist viel einfacher geworden. Also du brauchst nicht mehr ein festes Studio, was Hunderttausende kostet. Du kannst sehr gut hörbare Musik mittlerweile sehr kostengünstig produzieren, aber das macht es halt dafür in diesem Meer unglaublich schwierig, Gehör zu finden, denn es ist, als ob du eine Flaschenpost ins Meer schmeißt, richtig, ja. Aber da schwimmen noch 1 Milliarde andere Flaschenposts, Pöstchen rum und welche man gerade jetzt aus diesem Meer fischt, ist halt schwierig. Also es hat sich unglaublich tiefgreifend verändert und auch in gewisser Weise für immer verändert. Ja, es wird unglaublich schwer werden und noch viel schwerer in Zukunft, da rauszustechen, glaube ich. Ja. Ja. Weil man muss, das ist noch der nächste Punkt, man muss im Prinzip schon eine Professionalität an den Tag legen, die einen abhebt, die man ja gar nicht tragen kann aus der Musik selber. Ja. Also was Bands, wir selber und auch viele, viele andere kleine Bands investieren,
um irgendwo rüberzukommen, wie das, was man ja eigentlich vielleicht irgendwann mal möchte, steckt man einfach Geld in ein bodenloses Fass. Das stimmt, ja. Ja. Da kann man eigentlich nichts hinzufügen, das ist so, ja. Supportet eure Band, steht dafür und... Genau. Geht auf Konzerte und kauft Merchandise. Genau, genau. ich würde sagen, eine Frage machen wir noch. Da haben wir nämlich schon über 15 Minuten, glaube ich. Und ja. Ich glaube, eine Frage raus. Okay. Ach, sie hat nur eine. Wenn du eine olympische Disziplin machen könntest, bei welcher hättest du die größten Chancen auf eine Medaille? Frage, muss es eine offizielle olympische Disziplin sein oder darf ich eine erfinden? Kannst du eine erfinden. Okay, dann ist es verpeilt sein. Da würde ich Gold abräumen. Olympisches verpeilt sein, das ist geil. Hätte? Na, wenn es olympische Disziplinen, die es gibt, dann vielleicht, weiß nicht, Kugelstoßen. Okay, okay. Ansonsten schwierig. In der Leichtathletik bin ich nicht so beheimatet. Oh, Turnen wird auch nicht so das, meins. Das würde ich aber gerne mal sehen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dass das Tetzel mal auf dem Schwebenbalken hockt und ein bisschen einen auf Ballerina macht, schreibt das mal in die Kommentare. Ja, olympisches Gewichtheben ist jetzt auch nicht so meins. Auch sehr kompliziert. Ja. Also, tja. Ist Dart jetzt auch schon olympisch? Dart ist auch eine olympische, glaube ich. Nein, ich glaube nicht. Nein. Nein. Aber ich bin auch kein, guter Dartspieler. Nee, keine Ahnung. Wo hätte ich die meisten Chancen? Ja, wie gesagt, vielleicht tatsächlich Kugelstoßen und ansonsten nichts. Okay. Ich habe neulich für Highland Games trainiert und beim Speerwerfen, ich kann den Arm gar nicht in diese Auslage bringen von der Mobilität her. Also bei mir ist das auch eher so große Dartwerfen. Das möchte ich gerne mal sehen. Sieht bestimmt lustig aus. Und du? Ich glaube Fußball, wenn ich keine Gegenspieler hätte. Dann das könnte klappen, weil ich hätte mal für 10.000 spielen können, ich habe das Geld aber nicht zusammenbekommen. Ich bin so verpeilt, ich würde wahrscheinlich sogar das verkacken. Okay, dann vielen Dank, dass Sie hier alle mit mir diese lustige... übrigens heißt das Ding Frachtel, da warst du noch nicht da. Frachtel, die Fragenschachtel. Ja, sagt mal, was ihr davon haltet. Wollt ihr mehr irgendwie von der Frachtel sehen? Soll ich, ihr dürft natürlich auch gerne... Von Tetzel seht ihr natürlich immer mehr. Tetzel, Link unten drunter, ne? Wir haben ja gestern schon mal geredet, nächste Challenge, die bei dir ansteht, ist wann, wo? Insanity Meet im Oktober, 6. 7. Oktober. Falls ihr da seid, checkt das mal aus. Köln. Ist ja quasi fast um die Ecke. Je nachdem, wo man herkommt. Immer, Köln ist überall um die Ecke. Nein. Ja. Also wie gesagt, danke fürs Einschalten. Däumchen, Abo, wisst ihr ja Bescheid. Und ansonsten checkt die beiden hier aus, links unten drunter. Ja, ne, was hast du noch zu sagen? Okay, danke, tschüss. Trinkt schön und feiert nicht zu viel. Ciao. Bis dann, ciao. Remember who you are.